RTV Vorarlberg. Aktuell. Nach 27 Jahren Arbeit im Bereich Menschen mit Beeinträchtigung und 15 Jahren als Geschäftsführer vom Sunnerhof hat Thomas Lampert eine für viele überraschende Entscheidung getroffen. Er stellt sich neuen Herausforderungen und wird ab August 2018 die Spartenleitung der BayWa Lamag Technik übernehmen. Ende Juni wird damit seine Arbeit am Sunnerhof beendet sein. Was waren denn die Beweggründe zu sagen, ich verlasse den Sunnerhof und gehe zu BayWa? Beweggründe, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, dass ich mich verändern will. Das hat sich kurz vor Weihnachten ergeben. Und dann bin ich das erste Mal eigentlich ins Nachdenken gekommen und habe so für mich zwischen Weihnachten und Dreikönig so ein Resümee gezogen. Und ich bin 27 Jahre alt in der Branche Menschen mit Beeinträchtigung bei uns im Land. Und knapp 16 Jahre am Sunnerhof. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich sehr viel erreicht habe mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und so die Ziele, was wir Sunnerhof 2017 uns gesteckt haben, die Ziele erreicht haben. Ich habe extrem intensive Jahre, lehrreiche Jahre, wunderschöne Jahre erleben dürfen. Und auf der anderen Seite ist mir bewusst, dass ich noch irgendwo um die 20 Jahre arbeiten darf. Und dann war so für mich die Frage, was tue ich mit deiner 20 Jahre, was mir noch verbleiben in meinem beruflichen Leben. Und da bin ich zum Entschluss gekommen, dass es interessant ist, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen. Wieso sowas Konträres? Das habe ich ja immer eher scherzhalber die letzten Jahre gesehen. Wenn ich mich beruflich verändern sollte, dann tue ich ganz was anderes. Ich sehe halt so der Reiz unter anderem auch im Profitbereich, wenn man den so nennen darf, dort wo ich jetzt wieder zurückwechsle, gerade was so im Bereich Mitarbeiterinnenführung betrifft, dass da einiges an Potenzial ist. Das ist in unserer Branche, gerade jetzt wie am Sunnerhof, ist das ganz, ganz wichtig. Ist sehr mitarbeiterinnenorientiertes Unternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen, und da ist der Mitarbeiter das höchste Gut. Und da habe ich, glaube ich, sehr viel an Erfahrungen gemacht die letzten paar Jahre, wo ich in meinem neuen Wirkungskreis noch sicher das eine oder andere verwenden kann. Du sagst Erfahrungen gemacht. Wie kann sich denn jemand, der jetzt nicht involviert ist in den Sunnerhof und in das Geschehen hier, wie kann sich denn jemand deine Arbeit hier vorstellen? Das ist das, was ich hoffe, dass ich in Zukunft auch habe. Der Sunnerhof ist sehr breit aufgestellt. Wir haben erstens einmal im Arbeitsbereich vier sehr unterschiedliche Bereiche. Das ist Landwirtschaft, Gärtnerei, Tischlerei, Hofladen, Hofgastronomie und dazu noch einen Wohnbereich. Also ich bin da sehr vielfältig von den Themen, von den Herausforderungen im Alltag gefordert gewesen. Wir dürfen Menschen mit Beeinträchtigung begleiten. Wir haben uns spezialisiert die letzten Jahre am Sunnerhof für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung gepaart mit psychischen Erkrankungen, mit Verhaltensauffälligkeiten. Und da ist jeder Tag bis dato sehr anders gewesen von den Herausforderungen. Wir sind ein sehr großer Betrieb geworden. Und das ist nicht nur inhaltliche Herausforderung, auch wirtschaftlich sind wir genauso geführt wie das andere Unternehmen auch. Da sind wir schon jeder Tag ordentlich gefordert gewesen. Einmal die Komponente und der Scheinwerferlicht wirklich auf den Mensch zu haben und nicht nur die wirtschaftlichen reinen Zahlen zu sehen und aber trotzdem nicht die Wirtschaftlichkeit aus dem Auge zu verlieren, damit wir das leisten können im Alltag, die Menschen ordentlich zu begleiten, unterstützen und auf ihrem Weg zu begleiten. Du hast gesagt, Ziele bis 2017 sind alle erreicht worden. Was waren denn das für Ziele? Ganz, ganz, ganz viele. Wo ich angefangen habe am Sunnerhof im Jahr 2002, war man ein recht kleines Unternehmen. Ich habe gut 5 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gehabt. Wir haben im Jahr 2002 9 Menschen mit Beeinträchtigung ausschließlich im Bereich Arbeiten begleitet. Wir haben um die 3 Hektar an landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet. Mittlerweile begleiten wir 70 Menschen mit Beeinträchtigung im Bereich Arbeiten.
Wir begleiten 30 Menschen im Bereich Wohnen, bewirtschaften aktuell gut 60 Hektar. Also da hat sich auch von der Größe her schon viel getan. Wir haben den Sonnerhof von Anfang an als Biobetrieb geführt. Wir waren da auf ein landwirtschaftliches, gärtnerisches Thema immer up to date. Sind da teilweise auch Trendsetter im Land. Wir haben die Gärtnerei zum Beispiel erweitert. Wir sind aktuell der größte Biopflanzen, Jungpflanzenproduzent im Land. Wir haben Meilensteine im landwirtschaftlichen Bereich, konkret vorletztes Jahr einen neuen Schweine-Hühner-Bereich gemacht. Wir haben im Jahr 2012 ein neues Wohnhaus eröffnet. Also da sind einige größere Themen gewesen. Und nicht nur von der Investitionsseite, was Infrastruktur schaffen betrifft, sondern auch inhaltlich. Und das ist das, was ich vorher kurz angesprochen habe. Wir haben uns gerade für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung gepaart, mit Verhaltensauffälligkeiten, einen Namen erschaffen, weil wir nicht bestehende Strukturen über die Menschen stülpen, sondern immer geschaut haben, was braucht der jeweilige Mensch an Unterstützung, an Begleitung, und haben das dann versucht, im Alltag zu organisieren, damit wir die passenden Unterstützungsbegleitangebote für jeden einzelnen Menschen am Sonnerhof schaffen. Du sprichst Menschen mit Beeinträchtigungen. Hast du da auch das Gefühl, ihr wart meinungsbildend in Sachen Inklusion in Vorarlberg? Wir haben sicher einen großen Beitrag dazu geleistet. Wir haben im Jahr 2010 10 Jahre Sonnerhof gefeiert und haben unter anderem eine Zeitung herausgebracht, 10 Jahre Sonnerhof. Und da haben wir als Headliner 10 Jahre Sonnerhof auf dem Weg zur Inklusion geschrieben. Wo der Sonnerhof gegründet wurde im Jahr 2000, war der Fachbegriff Inklusion noch gar nicht präsent. Aber Kern vom Sonnerhof ist unter anderem, dass man gesagt hat, mit Hofladen, Hofgastronomie möchten wir den Sonnerhof öffnen und als Begegnungsort für Menschen mit und ohne Behinderung entstehen lassen. Und das trauen wir uns zum Behaupten, dass wir das geschafft haben. Wir haben letztes Jahr weit über 60.000 Besucherinnen am Sonnerhof gehabt. Und die kommen nur her, wenn wir es geschaffen oder schaffen, ein passendes Angebot, ein interessantes Angebot für sie zu bieten. Und das hat den Anschein, dass das so sich entwickelt hat. Und das sind wirklich Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Wird es Dinge geben, wo du jetzt schon sagen kannst, das werde ich trotz alledem vermissen? Das sind ganz viele Dinge. Ich habe den Sonnerhof mit viel Leidenschaft und Herzblut die letzten 15, bald 16 Jahre leiten dürfen, verantworten dürfen. Ich habe ein irres Team. Und egal, ob Menschen mit Beeinträchtigung oder ohne, das, was wir erreicht haben, ist nicht Ergebnis von mir, sondern das ist vom gesamten Team am Sonnerhof. Wir arbeiten sehr auf der Beziehungsebene. Wenn man mit Menschen arbeitet, ist das nicht wie ein Brett zuschneiden. Also da fehlt mir sehr viel. Ich habe sehr viel Kontakte geknüpft, gepflegt. Ich bin ein leidenschaftlicher Netzwerker. Das sind also nicht nur intern, wo viele Beziehungen gekappt werden, sondern auch mit allen Netzwerkpartner, Partnerinnen. Da wird einiges gekappt, wobei ich glaube, die Beziehungen, die kann man auch weiterleben, wenn man den Arbeitsort wechselt oder wenn man den Verantwortungsbereich wechselt. Es sind dann noch andere Beziehungen. Gibt es Dinge, die du auf keinen Fall vermissen wirst? Alles werde ich vermissen, eigentlich. Nein, ja, ich werde vieles vermissen. Das war alles gut und war alles richtig. Es gibt ja noch keine Nachfolgerin, noch keinen Nachfolger von dir. Das wird erst ausgeschrieben. Ja. Nichtsdestotrotz, was würdest du deiner zukünftigen Nachfolgerin oder deinem zukünftigen Nachfolger denn so mit auf den Weg geben ab Juni? Nicht viel eines, Mensch sein. Danke für das Gespräch. Gleich zu zwei schweren Skiunfällen kam es gestern in Lech auf der Schlegelkopfbahn. Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr. Eine 48-jährige Skifahrerin war von der Bergstation Richtung Oberlech unterwegs. Dort stieß sie mit einem Mann aus unbekannter Ursache zusammen.
Der Mann vergewisserte sich zwar, ob es der Frau gut ginge, setzte aber seine Fahrt fort. Durch den Aufprall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie ins LKH Feldkirch eingeliefert werden musste. Der zweite Unfall ereignete sich nur 3 Stunden später, ebenfalls auf der Schlegelkopfabfahrt. Ein unbekannter Fahrer fuhr einer 54-jährigen Frau vorne über die Skier. Diese verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Rücken zu Boden. Sport ist und bleibt in Vorarlberg wichtig. Die Sportfachverbände werden daher vom Land heuer mit 2,6 Millionen Euro gefördert. Die neue Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink verweist dabei auf die Sportstrategie 2020. Diese besteht aus den 3 Grundpfeilern Leistungsorientierung, Fokussierung und Vereinfachung. Nicht nur im Sport investiert die Landesregierung, auch die Kinderbetreuung wird finanziell unterstützt. Die Vereine Vorarlberger Tagesmütter und die Servicestelle für die Spielgruppen werden mit knapp 570.000 Euro unterstützt. 2016 und 2017 wurden im Ländle mehr als 4.000 Kinder in knapp 130 Einrichtungen betreut. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Die neue Woche startete neblig und es gab verbreitet Frost. Im Rheintal- und Bodenseegebiet sowie im Vorderwald und Teilen des Wallgaus kann der Nebel zäh sein und sich dadurch länger halten. Oberhalb des Nebels und in den inneralpinen Tälern ist es zunächst sonnig, ehe im Tagesverlauf mehr Wolken auftauchen. Der Dienstag verläuft im ganzen Lände mehrheitlich neblig trüb. Aus der hochnebelartigen Bewölkung fallen zudem immer wieder Schneeflocken vom Himmel. Sonnige Abschnitte kann es zwischendurch geben, sie bleiben aber eher die Ausnahme. Dazu bleibt es mit Nordwind in allen Höhenlagen kalt. Am Mittwoch gibt es Hochnebel bis ins Mittelgebirge hinauf, aus welchem ab und zu ein paar Schneeflocken fallen können. Dazu weht ein starker Wind. Im Hochgebirge ist es unterdessen sonnig, die Temperaturen bleiben kalt. Der Donnerstag dürfte weitgehend trocken bleiben und vor allem im Gebirge sehr sonnig werden. Über den Tallagen hält sich vormittags noch der Nebel, der sich am Nachmittag auflöst, womit sich dann auch die Sonne zeigen kann. Am Bodensee dagegen bläst eine stürmische Brise. Freitags bleibt es weiterhin winterlich kalt. Im Gebirge strahlt die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Neblig wird es dagegen in den Tallagen, zumindest am Vormittag. Die Brise lässt zudem langsam nach. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.